Christy, sieh mich an. Ich will, dass du eins nie vergisst. Wenn Leute schöne Dinge bekommen, fangen sie oft an, anders zu denken. Hinter unserem Erfolg steckt harte Arbeit, Geduld und Bescheidenheit. Und glaub nicht, dass dir die Welt irgendetwas schuldet. Tut sie nämlich nicht. Die Welt schuldet dir gar nichts. Ich war Jahrgangsbester an der Highschool, hab's auf eine tolle Uni geschafft. Und ich bleibe hier, weil sich meine Eltern scheiden lassen. Du bist wie eine undichte Gasleitung. Man sieht dich nicht, man riecht dich nicht, aber du bringst uns alle stillschweigend um. Deine Träume liegen vielleicht nur auf Eis. Das ist eine hübsche Formulierung. Du bist so schön, du könntest jeden heiraten. Ein Arzt, ein Anwalt, einen netten Mann, aber nicht diesen... Ich weiß gar nicht, wie ich ihn nennen soll. Hältst du das wirklich für den richtigen Zeitpunkt? Ich glaube, dass das Gewöhnliche tagtäglich auf das Außergewöhnliche trifft. Ich habe großen Ehrgeiz und große Ideen. Wir machen eine Erfindung und die wird sehr wichtig sein. Joy hat in ihrem Leben noch nie eine Firma geleitet. Ich bin schuld. Ich habe ihr das Selbstvertrauen gegeben, dass sie mehr ist als nur eine Hausfrau. Ich will nicht so enden wie meine Familie. Ich muss die Dinge alleine machen, ein für alle Mal. Dann viel Erfolg, viel Glück und los. Wenn du auf die Welt kommst, erwachsen wirst, triffst du auf alles Mögliche. Geld, Kriminalität, Verrat. Sie wollen uns über den Tisch ziehen. Sie können mehr zahlen. Kann ich nicht und werde ich auch nicht. Und du begreifst, dass dir nur das bleibt, was du selber machst. Sie sind in einem Raum und auf dem Tisch liegt eine Waffe. Die einzig andere Person in dem Raum ist ein Geschäftskonkurrent. Nur einer von ihnen kann sich durchsetzen. Nehmen Sie die Waffe, Joy. Ich nehme die Waffe. Hör mir gut zu. Sprich nie wieder. In meinem Namen. Über meine Geschäfte. Nie wieder. To love somebody. To love somebody. The way I love you.